Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen wieder hier. Ist wieder einiges passiert in den Tagen. Erstmal zu sehen hier, Staatsstreich hat es gegeben bei vielen, vielen Nationen. Das heißt, da gab es keinen Spieler für, beziehungsweise hatten die einen Spieler. Und die Spieler haben einfach aufgehört. Und ich weiß, dass die meisten bestimmt aufhören, weil die Karte viel langsamer läuft, als die, die sie vielleicht vorher gespielt haben. Also das ist eine historische Karte, eine klassik-historische Karte. Und die läuft sehr, sehr langsam. Es ist auch zum Beispiel so bei eroberten Gebieten, die erholen sich doppelt so langsam wie zum Beispiel die eigenen Gebiete, also das Hauptland, aus dem man ursprünglich gekommen ist. Ja. Und deswegen lohnt sich da auch nicht großartig irgendwas zu bauen. Das dauert dann wirklich ein paar Tage, so wie es dann zum Beispiel mit Rotterdam hatte und so. Wie gesagt, jetzt ist jedenfalls so Angriffe gemacht und so weiter und so fort. Ich habe hier Belgien eingenommen, dann hatte ich Niederlande eingenommen, weil ich dachte, okay, das wäre vielleicht hilfreich. Und wir haben eine geteilte Karte. Kollege fragt so, also Spanien, ne? Wie sieht das Spanien, Frankreich und Großbritannien? Spanien fragt also, ja, wie sieht es denn aus mit dem Angriff? Und ich sagte mir so, okay, weil er vorher wollte, er wollte Norditalien erstmal haben. Ne? Ich habe gesagt, okay, wir müssen ja irgendwo anfangen, ne? Mache ich das erstmal fertig und dachte mir, okay, holst du schnell noch Dänemark und greift Dänemark an, also ich habe erstmal Schiffe da platziert und habe dann Dänemark angegriffen. Natürlich haben meine Schiffe sofort losgeschossen. Was passiert? Sofort erklärt mir Schweden den Krieg, automatisch. Der war aber noch aktiv zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist Schweden inaktiv, weil, jetzt kommt's, gleichzeitig hat Dänemark Schweden, und Dänemark ist eine KI gewesen, hat Schweden auch noch den Krieg erklärt. Das heißt, wir haben zu dritt untereinander uns beballert und es war super abgefahren. Also jetzt ist, ich habe leider, da waren so viele Schiffe, ich habe das leider vergessen aufzuzeichnen. Dänemark fing dann an, bei Schweden überzusetzen, zum Glück nicht bei meinen Gebieten, während ich noch Dänemark beschossen habe. So, und dann dachte ich mir, okay, soll Dänemark ruhig mal da ein bisschen in Schweden rumwuchteln, dann ist er nämlich nicht so bei mir beschäftigt. Und ich habe das noch nie erlebt. Ich habe mich gewundert, wieso erklärt mir Schweden gleichzeitig den Krieg? In dem Moment, wo ich Dänemark angreife und Dänemark erklärt Schweden den Krieg als KI. Ja. Und der Typ, der Schweden gespielt hat, hat mittlerweile auch aufgegeben. Ich habe das später gesehen gehabt, dass der auch dann als inaktiv angezeigt wurde und macht jetzt auch nichts mehr. Also ich glaube, für viele ist auch die Karte zu anstrengend, weil sie halt oft wirklich unheimlich lange dauert. Auch die Kämpfe dauern wirklich unheimlich lange. Das kann 10, 12 Stunden dauern, wirklich. Erste Ding war, wie gesagt, okay, gut, dann habe ich das erstmal so gelassen, habe nur da meine Schiffe jetzt da gelassen, wo sie jetzt eigentlich auch gerade zu sehen sind. Also gut, die fahren jetzt noch rüber, dahinter, also zwischen Dänemark und Schweden, habe ich sie dann platziert. Und, okay, der Kollege wollte angreifen, da habe ich geschrieben, gut, lass uns erstmal, also wir machen erstmal die Schweiz fertig. Fertig im Sinne von jetzt nicht, wie es behandeln, nee, was wollte ich eigentlich sagen? Also wir erledigen erstmal die Schweiz, machen die Aufgabe fertig und dann würden nach Italien gehen. Jetzt hat der Typ aber vorher schon Italien angegriffen, bevor überhaupt die Schweiz fertig war. Und zudem dachte ich, wir machen die Schweiz fertig. Ja, erledigen die die Aufgabe und gehen dann weiter. Nee, ich bin der Einzige, der die verkackte Schweiz angegriffen hat. So, jetzt kommt's. Da dachte ich mir, okay, ich will dem anderen helfen. Ich sehe, dass er gerade da schon in Gefechten ist. Also habe ich Italien auch den Krieg erklärt. Was ist? Herr Frankreich macht überhaupt nichts. Der macht gar nichts. Ja, während ich noch in der Schweiz beschäftigt war, fing dann Italien halt auch an, unten Gebiete bei mir einzunehmen. Hier in Afrika, während ja auch Belgien noch da ist. Gut, Entschuldigung, dachte ich mir, ja, kann ja alles mal vorkommen. Muss ja halt einfach nur mal Frankreich. Der hätte ja nicht mal seine Truppen bewegen müssen, weil die Truppen so weit vorne waren. Der hätte einfach nur auf Kriegserklärung an die Schweiz am besten und an Italien. Dann hätten seine Artilleriedinger schon geschossen und das hätte auch schon mal geholfen. Aber er macht gar nichts. Er macht nichts. Und ich denke mir, wozu bist du eigentlich in der Koalition, wenn du überhaupt nichts machst und hier auch nicht reinguckst? Da habe ich ihm vor 2 Tagen gesagt, er möchte bitte endlich die Truppen, also er möchte bitte endlich eine Kriegserklärung an Italien rausschicken, damit die Truppen wenigstens schießen. Er macht nichts. Nichts. Also acker ich mir hier mit Spanien alleine ein ab, wobei ich dir halt wirklich gerade im Moment das meiste leiste, weil ich versuche auch überall zu helfen. Und es ist kaum möglich, jetzt habe ich dann auch Italien angeschrieben und gesagt, ja, warum nimmst du diese Gebiete unten in Afrika ein? Das bringt dir überhaupt nichts. Du wirst nie irgendwas bauen können. Und ich verfolge dich. Ich verfolge dich. Ich hole die Dinger sowieso wieder zurück. Ja. Also hier kann man noch sehen, Addis Ababa, das gehörte zu Italien, genauso wie Mogadischu und so. Und dann sieht er meine Truppen da und so. Und mittlerweile hat er einen größeren Bereich, weil gut, ein Teil gehört er eh ihm. Hat er jetzt auch schon eingenommen, während ich noch da unten beschäftigt bin mit den Gebieten von Belgien.
So, und ich weiß nicht, was ich geschrieben habe, nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall schreibt er dann zurück, das ist voll gemein und du bist einfach nur gemein und du musst hier nicht so prahlen und du machst ja alles mit deiner Koalition und bla bla bla. Und ich denke mir, es ist trotzdem unsinnig, dass du die Gebiete da unten einnimmst. Du kannst sie natürlich einnehmen, aber ich verfolge dich. Ich hole die eh wieder alle zurück. Ja. Und dann meinte er, du hast halt auch eine größere Armee und so weiter und so fort. Und ich denke, ja, also wenn ich hier gegen drei Länder gerade alleine kämpfe, weil einfach sonst keiner was macht, ja, dann habe ich nicht mehr lange eine größere Armee. Zumal das herrscht, das Produzieren auch unheimlich viel dauert. Und was später auch zu sehen ist, der Typ will mir gerade richtig auf den Sack gehen, nur weil ich ihn angeschrieben habe und ihm gesagt hat, dass das komplett nutzlos ist. Ne? Und muss mal kurz einen Schluck trinken. Hab schon wieder so eine belegte Stimme. Ja, jedenfalls acker ich mir hier einen ab. Und jetzt fängt er natürlich an, mir richtig auf den Sack zu gehen. Und greift dann die Gebiete an, die ich auch schon eingenommen habe. Er hat nämlich jetzt eine geteilte Karte mit der Schweiz. Weil ist ja nicht mein Problem oder meine Schuld, dass du in keiner Koalition bist. Ja, jetzt hat er eine geteilte Karte mit der Schweiz und mit dem Deutschen Reich. Das heißt, was macht er gerade? Was ich nicht gesehen habe, weil ich all meine Truppen runtergezogen habe, um die Schweiz zu bekämpfen, da ja fucking Frankreich einen Scheißdreck macht hier gerade, hatte ich da jetzt keine Truppen mehr. Also fängt er natürlich an, er ist hochgewandert, weil er jetzt ja natürlich sehen kann, dass ich da keine Truppen mehr hatte, durch die geteilte Karte, mit dem Deutschen Reich, weil das Deutsche Reich natürlich da Flieger patrouillieren hat, die ganze Zeit schon. Sieht er also, ach, der hat da gar keine Truppen. Dann ziehe ich Truppen nach oben und über das Deutsche Reich gehe ich dann einfach nach fucking Niederlande und in Belgien rein. Ja, also Länder, die mir gehören. Und da ist er gerade dabei. Und ich denke mir, okay, der will richtig, dass ich richtig sauer werde. Am meisten kotzt mich eigentlich an, wirklich diese Unfähigkeit wirklich von Frankreich. Ey, geh doch nicht in eine Koalition. Ich meine, wir sind ja gerade die einzige Koalition hier. Geh nicht in eine Koalition, wenn du eh nicht reinguckst. Du wirst doch 5 Minuten oder 2 Minuten am Tag reingucken, mal kurz auf Kriegserklärung, damit die Dinger schießen. Ne? Macht er nicht. Und ich denke mir so, okay. Also, ihr gebt ja nur 2 Möglichkeiten. Ich krieg's noch irgendwie hin. Jetzt muss ich alle Truppen von meinen Inseln rüberziehen. Und das wird noch einige Stunden dauern. Teilweise über einen halben Tag, teilweise bis 18 Stunden, bis sie überhaupt da ankommen. Das heißt, ich muss diese scheiß Gebiete rüberholen. Jetzt wird es nämlich so kommen: Wenn ich ihn nicht vorzeitig aufhalte, wird er Belgien und Niederlande wird er erobern. Und er wird er natürlich rübersetzen. Das heißt. Dieses Würmchen, ja, ist eigentlich besser dran, einfach weil er eine geteilte Karte hat und mein Koalitionspartner einen Scheißdreck macht. Einfach so unfähig wie möglich ist. Und dann sage ich mir auch, dann steckt euch die Karte in den Arsch. Wirklich, das regt mich gerade so auf. So viel Blödheit kotzt mich tierisch an. Kann auch sein, dass er jetzt inaktiv geht. Ja, dann hat sich das sowieso erledigt, weil ich habe jetzt, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt an einem Gebiet, wo ich einfach nicht weiterkomme und in dem Fall hat jetzt nämlich Italien die bessere Position. So, und wenn er das nicht hinkriegt, dann sage ich, okay, wenn auch ein Koalitionspartner zu unfähig ist, irgendwas zu machen, ja, zumal die Korrespondenz hier sowieso unheimlich lange dauert, ja, also Spanien schreibt relativ schnell zurück, aber dieser Franzose, der ja mich in seiner Koalition haben wollte, ja, der macht überhaupt nichts. Also man fühlt sich einfach verlassen und es ist wirklich so. Ich mag dieses Spiel ja eigentlich, aber es gibt halt unheimlich viele Trottel hier in diesem Spiel. Wirklich, wenn ich schon sehe, teilweise wie in den Chat geschrieben wird, da hat man das Gefühl, man ist mit diesen Sonderschülern da. Wirklich, die einfach schon 10, wenn überhaupt 10 Schuljahre hinter sich haben, aber auch nur ein 8. Klasse Abschluss oder irgendwie sowas, ne? Also wirklich, so ein Haufen Trottelage da am Start, ist wirklich teilweise super anstrengend. Naja, jedenfalls, ja, weiß ich auch noch nicht genau, was ich eigentlich machen werde. Ja, es ist wirklich schwierig. Zumal ich eigentlich hier der Hauptleistungsträger bin, ist wirklich so. Und ich komme einfach darüber nicht hinweg, dass Frankreich einen so im Stich lässt. Ne? Aber hey, ich traue keinem Franzosen. Ne? Man hört es ja oft genug und so. Ne? Und ja, ich meine, so eine Schmach, wenn die natürlich so eine Schmach erleben. Selbst, ich meine, ich habe es schon oft gesehen von verschiedenen. Ich habe es von Briten gesehen, ich habe es von Amerikanern gesehen, von Deutschen. Und auch von Norwegern und so, die dann sagen, naja, Frankreich ist ja nur bekannt dafür, dass es eigentlich immer sich aus jedem Krieg zurückzieht, ne? Immer abhaut, bevor oder vorher kapituliert und so. Ja, das hängt natürlich einem nach, ne? So wie wir uns ewig anhören müssen, dass wir den Krieg verloren haben, weil wir am Ende ja fast alleine standen, eigentlich nur noch alleine standen in Europa gegen 5, 6 andere Nationen, ja, dann wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber das muss man sich dann halt ewig anhören, ist halt so. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, was ich mache. Ich ziehe jetzt jedenfalls gerade Truppen rüber, versuche mir also hier
Belgien und Amsterdam irgendwie wieder zu sichern bzw. zu halten. Ich weiß auch nicht, wie schnell der ist. Ich gehe davon aus, dass er immer einen Gewaltmarsch ansetzt, weil er auch wirklich, ich sehe es ja auch, dass er wirklich dann recht schnell unterwegs ist. So, naja, dann gab es noch einige Scharmützel mit, oh, tut mir gerade voll leid, eng. Ich habe irgendwie eine sehr belegte Stimme, ich weiß nicht, vielleicht durch die Heizungsluft hier oder so. Weil im Moment ist es sehr kalt hier. Wir haben ungefähr 1 Grad bzw. 0 Grad. Wie auch immer. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, gab es einige Schiffsscharmützel noch, wo ich auch dem Kollegen versucht habe, noch zu helfen. Und das führte dazu, dass Italien, alles, was er an Schiffen hatte, rübergeschickt haben, um auch mich dann zu bekämpfen. Jetzt ist er ein bisschen pissig, weil ich ihn angeschrieben habe und auch so ein bisschen als doof dargestellt habe. Ich habe ihn so ein bisschen als doof dargestellt. Der kam hypersensibel rüber. Ich werde jetzt nicht zeigen, was die Korrespondenz zeigen, die was er da so oder die wir untereinander hatten. Aber er hat wirklich so mi. Oh, du bist nur gemein. Wo ich mir denke, ja, letzten Endes habe ich nur geschrieben, dass das unsinnig ist. Ja. Und er meinte auch so, du hast mich ja zuerst angegriffen. Ist ja alles richtig. Ja, ist auch richtig. Kann er einnehmen, was er will hier. Dann hole ich mir das alles wieder zurück. Und ich habe ihm auch geschrieben, dass er hier nichts bauen kann. Ja. Denn bis er da bauen kann, vernünftig bauen kann, ohne dass jetzt, sag ich mal, einmal Miliz produzieren 2,5 Tage dauert, ja, muss er ungefähr 5-6 Tage warten, bis das überhaupt halbwegs lohnt. Und selbst dann wird es immer noch über einen Tag dauern, bis er mal einmal eine Miliz produzieren kann. Weil die Bauzeiten sind einfach bei eroberten Gebieten ewig, weil einfach die Moral weitaus langsamer sich wieder verbessert. Als jetzt zum Beispiel auf anderen Karten, zum Beispiel die Karte, die ich vorher gespielt habe. Ja, so geht das dann ewig hin und her und ja, keine Ahnung. Also wenn der jetzt hier heute nichts mehr macht, dann schmeiße ich die Karte hin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das dann nichts mehr bringt. Ich komme dann einfach nicht voran. Ja, denn wie gesagt, ich bin ja noch mit Schweden im Krieg, nicht absichtlich. Schweden hat mir den Krieg erklärt, muss ich dazu sagen. Ne? Mit Schweden im Krieg und Dänemark. Dänemark habe ich eigentlich nur aus strategischen Punkten. Ich wollte nicht mal alles von Dänemark zuerst einnehmen, sondern nur den gewissen Teil, der nämlich an den Deutschen Reich grenzt, damit ich da Truppen bauen kann. Und ja, und Italien wird einfach schalten und walten. Und dann wird der tatsächlich am Ende noch triumphieren, weil er sagt, guck mal hier, wo ist denn Großbritannien? Nichts mehr, da gar keine Truppen mehr. Ich kann hier einfach durchmarschieren. Ne? Ja, weil du einfach einen verdammt dusseligen Koalitionspartner hast, der überhaupt nichts mehr auf die Ketten kriegt. Wie auch immer, schaut euch den Rest mal an. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Wird sich hier wohl im nächsten Video dann rausstellen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao.